Also, wie wohnten die Leute damals im alten Rom hier zum Augenblick Null? Kommt auch wieder darauf an, ob sie arm oder reich waren. Viel verdient hätte Christoph als einfacher Arbeiter damals nicht. Es reichte mal gerade für eine Mietwohnung. Wahrscheinlich hätte er in so einer Mietskaserne gewohnt. Vielleicht sogar in dieser hier. Vielleicht oben auf dem dritten Stock. Heute ist alles kaputt. Damals war diese Insula, so nennt man diese Mietskaserne, gerade erst fertig geworden, ein Neubau. Und Christoph war einer der ersten Mieter. Wir haben so eine Mietskaserne für die armen Leute im Modell nochmal nachgebaut. Diese Mietskasernen hatten damals auch schon mehrere Stockwerke, fast wie heute. Und im Innenhof ging man dann über Galerien in die jeweilige Wohnung rein. Insula heißt übrigens Insel, kennt ihr ja, in der Mitte Land, drumherum Wasser, hier ist es umgedreht, außen das Haus, in der Mitte das Wasser, das musste man sich nämlich holen, in den Wohnungen gab es kein Wasser. In diesen Dingern muss es unglaublich laut gewesen sein, hinter jeder Tür eine Wohnung. Und diese Wohnungen selbst waren sehr klein, bestanden meist nur aus einem einzigen Raum und waren sehr einfach möbliert. Da gab es ein Bett, entweder gemauert oder aus Holz, kleinen Kohleherd, dann vielleicht noch einen Tisch, paar Stühle, fertig. In den Fenstern natürlich kein Glas, wie ihr das von heute kennt, sondern die Fenster konnte man nur mit hölzernen Läden schließen. Klo und Bad gab's natürlich keins. Auf der anderen Seite noch eine Tür und das war's. Und das ist heute von so einer Wohnung übrig geblieben. Um die Ecke war eine typische Geschäftsstraße, auch schon gepflastert. Mit Zebrastreifen und in den Zebrastreifen Spuren für die Wagen. Und weil die Wagen von Ochsen gezogen wurden und die ab und zu auch mal was fallen ließ, waren die Zebrastreifen hoch, damit man mit seinen Füßen nicht in den Mist trat. Er als Handwerker hätte seine Werkstatt bestimmt in so einer Straße gehabt. Da drüben, das war seine Wäscherei. Lief nicht besonders gut, der Laden. Zu viel Konkurrenz von den Großwäschereien draußen vor der Stadt. Die hatten Wacht direkt vor der Haustür. Eigentlich wurde Wäschewaschen ja gut bezahlt, aber er musste erst immer hin zum Wach und wieder zurück. Da kriegt er nicht besonders viel geschafft. Ein eigenes Haus konnte er sich nicht leisten. Er hat über der Werkstatt geschlafen. Warte mal, Christoph. Machen wir das schnell. Bauen wir wieder auf. Noch ein Modell. Also, so hätte Christophs Wäscherei damals ausgesehen. Oben drüber hätte er gewohnt. Und wie ging das mit dem Wäschewaschen? Also, da vorne kam die Kundschaft hin und lieferte die Wäsche ab. Das waren die Waschbottiche und hinten in der Werkstatt ging eine Leiter nach oben in den ersten Stock. Auf Zwischenbalken war nämlich die Wohnung. Einfach möbliert, Tische, paar Stühle, ein einfaches Bett, keine Heizung, kein Glas, kein Bad, keine Toilette. Also wohnen und arbeiten in einem. Und die Ladentür war gleichzeitig die Haustür. Klappe zu, nächster Morgen, Klappe wieder auf. Wie fing so ein Tag an? Weil Christophs Laden eine Wäscherei war, hatte der eine Besonderheit. Morgens stellte er erstmal einen Bottich vor die Tür und da bat er alle vorbeigehenden Leute hineinzupinkeln. Warum? Er brauchte den Urin, um seine Wäsche damit zu waschen. Feuer unter die Kessel und dann ging's los. Die schmutzige Wäsche in die Bottiche, den Urin dazu. Urin wird nach ein paar Tagen faul, es bildet sich Ammoniak und dieses Ammoniak zusammen mit dem Körperfett in der Wäsche bildet so eine Art Seife. Und dann ist er mit den Füßen in der Wäsche rumgetrampelt. So hätte Christoph als Wäschereibesitzer bei seiner Arbeit ausgesehen. Und wenn er genügend drin rumgetrampelt hätte und er das Gefühl gehabt hätte, es ist sauber, dann hätte er die Wäsche genommen und sie einem sauberen, klaren Bach ausgewaschen. Und dann wäre sie wieder fertig gewesen. Und das ist heute von der Wäscherei übrig geblieben. Und wie haben die reichen Leute gewohnt? Wäre Christoph ein reicher und berühmter Redner gewesen, hätte er bestimmt in so einer Villa gewohnt. Und er hätte uns gebeten, einzutreten. Allerdings, unsere Schuhe hätten wir ausziehen müssen, denn damals glaubte man, dass Schuhe im Haus Unglück bringen. Und als seinen Besuch hätte Christoph uns sicher in seine gute Stube geführt. Und wie prachtvoll das hier früher mal ausgesehen hat, davon kriegt man heute in den Ruinen kaum noch einen Eindruck. Deswegen bauen wir auch diese alte Villa mit einem Trick nochmal auf. So etwa hätte der reiche Christoph im Augenblick neu gewohnt. Es war schattig. Und wichtigster Unterschied, das Haus eines reichen Mannes hatte im Gegensatz zum Haus eines armen Mannes mehrere Räume. Ein Bereich für den Besuch, das ist hier vorne, und einen privaten, der ist ganz hinten. Hier vorne wurden Geschäfte gemacht, da wurde gegessen, getrunken und alles, was sonst so anfiel. Von außen hatte das Haus überhaupt keine Fenster oder nur sehr kleine. Da konnten allerdings schon Glasscheiben drin sein. Die Dächer von so einem Haus fielen nach innen zu diesem Innenhof ab und hatten in der Mitte ein Loch. Und wenn es jetzt regnete, dann sammelte sich das Regenwasser auf dem Dach und fiel durch das Loch nach unten in ein Auffangbecken. Impluvium nannten die das damals.
Darunter war eine Zisterne, so was ähnliches wie ein Brunnen. Und wenn man in so einem reichen Haus wohnte, musste man nicht nach draußen, sondern man konnte sein Wasser direkt im Haus holen. Um diesen Innenhof mit dem Auffangbecken waren nun zum Beispiel die Esszimmer und in unmittelbarer Nähe auch die Küche. Oben im ersten Stock, da wo die Galerie ist, waren die Räume für die Sklaven. Die mussten unter dem Dach wohnen, weil es da besonders warm und stickig war. Die Wände solcher Villen waren verputzt und mit tollen Gemälden bemalt und die Fußböden mit schönen Mosaiken geschmückt. So sahen die wirklich aus. Nur reiche Leute konnten sich sowas leisten. Und das ist noch ein Rest, wie die Wände früher bemalt waren. In der zweiten Abteilung kommen wir jetzt zum privaten Teil des Hauses. Hinter dem Besuchsteil war nämlich um einen zweiten Innenhof das private Haus gebaut. Dieser zweite Hof hieß Peristilum, war ein Garten, in dem konnte unter Umständen auch Gemüse angepflanzt sein. Und um diesen Innenhof herum lagen jetzt die Schlafzimmer der Eltern, eine Bibliothek und hier spielten auch die Kinder. Solche reichen Häuser konnten unter Umständen auch schon eine Fußbodenheizung haben. Nach dieser Stippvisite in einem Bereich, den wir eigentlich gar nicht betreten dürften, zurück zum Eingang. Nochmal ein Blick über die Dächer, zurück in den Besuchsteil, denn da gehören wir hin. Ja, und von dieser ganzen Pracht ist heute nur noch das übrig geblieben. In so einem reichen Haus gab es natürlich auch schon eine eigene Toilette. Die ist sogar noch in den Ruinen erhalten. Nur das, wo man drauf saß, das gibt's nicht mehr. Wenn arme Leute mal aufs Klo mussten, dann mussten sie auch so ein öffentliches Klo geben. Davon gab es viele und da saß man dann Hintern an Hintern nebeneinander. So. Und soweit ich weiß, Männer, Frauen, Kinder, alle durcheinander. Tja, so unterschiedlich wohnten damals die Leute, je nachdem, ob sie arm oder reich waren. Die ganz, ganz reichen Leute ließen sich sogar Häuser bauen, in denen sie sich beerdigen ließen. Davon gleich mehr nach der nächsten Maus.